Na gut, dann schauen wir uns mal die anderen Tutorials an. Survival, Food Production und Trade gibt es noch. Ich überlege mir gerade, wie viele von den Tutorials ich machen will, bevor ich mit dem eigentlichen Spiel mal anfange, einfach um so reinzugucken, wie das normale Spiel ist. Increased Chances of Survival. Also Überleben klingt schon mal sehr gut. Also das machen wir noch. Danach könnten wir eventuell schon mal von alleine rausprobieren, wie Essensproduktion geht. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Gucken wir hier rein. Ich denke, so eine Stadt hinzubekommen dauert eine ganze Weile. Oh, oder auch nicht. Wir kriegen einfach eine. Ne? Wir brauchen jetzt Schmiede, Lederer, Kräuterkundige und Forester. Das werden Leute sein, die Bäume wieder anpflanzen. Weiter. Zuerst baue einen Schmied. Warum muss ich dazu auf einen Baum klicken? Achso, Resource Production ist das. Okay. Den Kaffeelöffel mal wegmachen, der ist nämlich im Weg. Blacksmith ist da. Drehen. Und wieder Time Dilation an. Maximum. Als nächstes ein Lederer. Gut. Wieder auf Resource Production. Lederer. Da unten hin. Und jetzt noch ein Herbalist. Warum ist der im Wald? Achso, damit der. Ah, der hat so einen Kreis drumherum, wo sein Einzugsgebiet ist. Das heißt, wenn der keinen Wald um sich rum hat, findet er auch keine Kräuter. Na, okay, macht Sinn. Dann bist du wahrscheinlich ein Holzhacker. Klaus dem Herbalist seine armen Bäume. Und ein Forester. Da. Was bist du jetzt? Assign Jobs. Achso, ja, okay. Wir brauchen natürlich jetzt auch einen Schmied, einen Herbalist, einen Tailor. Herbalist, Tailor, Forester. Drei Forester. Brauchen ganz schön viele. So, und jetzt so lange warten, bis alles fertig gebaut wurde. Aber das ist unsere Anfangsstadt, die weitergebaut wurde. Also ich sehe hier diese Fischerhütte, die wir da platziert hatten, die Holzfällerhütte. Es sind einfach nur ein paar mehr Häuser hinzugekommen. Alle Arbeiter brauchen Werkzeug, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und wenn er kein Werkzeug hat, kriegt er das Tool-Symbol über seinem Kopf. Wo ich gerade gar keinen sehe, aber es kommt bestimmt gleich. Werkzeuge gehen kaputt und müssen ersetzt werden. Aber der Schmied kann neue Werkzeuge herstellen. Schmied. Der Schmied benötigt Logs und Iron, also Eisen, um neue Werkzeuge herzustellen. Hier kannst du sein Inventar sehen. Nix. Wenn du keine Materialien mehr hast, wird der Schmied nicht arbeiten können. Das ist richtig. Und hier kann man wieder einstellen, wie viel er maximal herstellen soll. Also wenn es dieses Menü hier nicht geben würde, dann würde er wahrscheinlich alle Ressourcen verbraten. Wir hätten am Ende zigtausend Werkzeuge, die kein Mensch braucht. Und dafür kein Holz mehr, um im Winter zu feuern. Also das ist eine sehr wichtige Einstellung, genau wie bei dem da auch. Genau, kannst hier einstellen, wie viel Tool maximal haben soll, das ist richtig. Und wenn man hier drauf drückt, kann man das ganze Gebäude aktivieren und deaktivieren. Ähnlich halt wie auch bei Siedler 2. Sind halt sehr viele Parallelen hier. Und die Wege scheinen sich doch zu lohnen, wenn man alles so dicht beieinander baut. Ah, okay. Weiter. Du kannst außerdem das Produkt ändern, das der Schmied herstellen soll. Ah, Eisenwerkzeug, Stahlwerkzeug. Für Stahl brauchen wir wahrscheinlich wieder Kohle. Oder können wir es aber mit Holzkohle machen? Log, Iron und Coal, ja. Es wurde uns allerdings noch nicht erklärt, wo man Kohle herbekommt. Also ob es eine Köhlerei gibt oder eine Kohlemine. Ich stelle mir gerade einen von den Siedlern vor, der losläuft, mit so einer kleinen Picke in der Hand und immer auf den Boden klopft und dann waha schreit und ein Schild aufstellt. Das war wieder eine Siedler 2 Anspielung, sorry. Okay, weiter. Drücke auf den Tailor. Während der Wintermonate wollen die Bürger warm sein. Und da hilft natürlich auch warme Kleidung. Mit dem Schneiderer kannst du dafür sorgen, dass deine Leute genug Kleidung haben. Hier oben stellt man wieder das Limit ein, wie viel Kleidung hergestellt werden sollen. Und hier unten, was für Produkte hergestellt werden sollen.
Hide ist nur Leder. Wollcoat ist nur Wolle. Und ein warmer Umhang ist Leder und Wolle. Also das ist natürlich der Idealfall. Aber ich denke mal, gerade in den ersten Winter, da werden sie einfach irgendwas haben. Wahrscheinlich eher Leder. Also ich stelle mir gerade meine erste Stadt vor, die ich dann in ein, zwei Folgen gründen werde. Da werden wir auch nur losgehen und ein paar Rehe jagen. Genau wie hier, die scheinen nicht wirklich viel Angst vor uns zu haben. Die bringen wir alle um. Dann haben wir Fleisch, dann haben wir Leder und haben so das Essen und warme Ledersachen für den Winter. Und dann versucht man irgendwo ein Schaf zu fangen und zu züchten und dann nach und nach beides zu haben für die guten Sachen. Genau, also alles, was ich gerade erzählt habe, erzählt er jetzt auch. Und jetzt sagt er noch allgemein, wenn ein Gebäude keine Ressourcen mehr hat, um das herzustellen, was er eigentlich herstellen sollte. Also sagen wir mal, wir stellen hier, einer soll jetzt 50 Ledersachen herstellen. Und er hat nicht genug Leder, um 50 herzustellen. Dann meckert er und dann kommt dieses Symbol. Herbalist. Herbalist wird Kräuter sammeln in dem Wald, das ihn umgibt. Mhm. Der gelbe Kreis gibt an, in welchem Bereich er das tun wird. Weiter. Oh, der Herbalist ist auch wichtig, damit die Leute sich richtig ernähren. Weil wenn sie immer nur eintöniges Essen essen, werden sie schneller krank. Und Krankheit im Mittelalter ist ein Riesenthema gewesen. Pest, Beulenpest, okay, ist auch eine Pest. Cholera, eine normale Grippe war da ja schon tödlich. Also da sollten wir sehr drauf achten. Weiter. Herb Limit. Wobei ich hier beim Herbalist jetzt nicht verstehe, warum wir ihm ein Limit geben sollten. Ich meine, er kann auch durchgehend sammeln. Das ist ja eine endlose Ressource, oder? Oder hat irgendwann bald keine Kräuter mehr? Also in Real Life natürlich, aber im Spiel? Gucken, was das Tutorial sagt. Kräuter wachsen normalerweise in der Nähe von alten Bäumen. Oh. Okay, also man kann nicht einfach die ganzen Bäume wegholzen, neue Bäume hinpflanzen. Dann wird es wahrscheinlich ein halbes Jahr, Jahr brauchen, bis die Bäume alt genug sind, um Kräuter zu haben. Heißt, wir brauchen eine Drei-Felder-Wirtschaft an Bäumen, sozusagen. Also wir hacken, okay, die Hälfte vielleicht. Wir hacken die Hälfte weg, pflanzen neue Bäume an, dann kann er hier die alten Bäume abgrasen. Wenn die alt genug sind, fallen wir die Hälfte. Und so weiter und so weiter. Ah, es wird ziemlich viel Micromanagement, denke ich. Also wenn man es perfekt machen will. Was hat der Forester so Schönes? Klick. Genau, der Forester wird dafür sorgen, dass nach und nach nachgepflanzt wird. Sieht man auch hier schon an diesen kleinen Bäumen. Das scheint er also selbstständig zu machen. Wir müssen kein Gebiet für ihn deklarieren. Er bepflanzt einfach alles in seiner Umgebung. Weiter. Arbeiter werden neue Bäume pflanzen und zu alte Bäume automatisch fällen. Ach, das macht er auch gleich mit. Das ist sehr praktisch, da müssen wir nicht immer diesen Cut-Befehl da verteilen. Und ich hoffe einfach mal, dass die Forester selbstständig wissen... Oh, es wird kalt. Dass die Forester selbstständig wissen, wann sie Holz fällen sollten und wann nicht. Also nicht, dass sie ihm jetzt alle alten Bäume klauen zum Beispiel. Oh stimmt, bei den Gradzahlen war noch was, das wollte ich kurz einstellen. Es gab einen Kommentar, da stand, dass man einstellen kann, ob Celsius oder Kelvin benutzt werden soll. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Doch, Celsius-Temperatur da. Apply. Okay. Resume. Jo, mal eben 0 Grad. Achso, und auch bei diesem Gebäude zeigt wieder der gelbe Kreis den Wirkungsbereich dieses Gebäudes an. Weiter. Wir können hier einstellen, ob er was fällen soll, ob er was pflanzen soll. Aber im Normalfall wird wahrscheinlich beides an sein. Jo. Wenn du diese Gebäude benutzt, also diese vier, das war der Schmied, der Lederer, der Herbalist und der Forester, dann kann man dafür sorgen, dass die Leute es im Winter warm genug haben, gut genug ernährt sind und genug Holz. Ja, das war schon das ganze Tutorial. Na komm, können wir auch das nächste mitmachen. Wahrscheinlich war das erste nur so lang, weil es wirklich die absoluten Grundlagen erklärt hat. So, unser Dorf ist abermals größer geworden. Und jetzt wollen sie uns erklären... Oh, Schafe. Ja, ich lasse mich leicht ablenken, sorry. Also, in diesem Video soll uns erklärt werden, wie wir an Essen kommen.
Und zwar mit Hilfe von Orchards. Das sind Plantagen, glaube ich. Ein Orchard. Crops, wir halt Weizen, Roggen und so weiter anbauen. Und Livestock, das sind halt Zuchttiere. Das geht über das Essensmenü. Pasture ist ein Gatter. Und das deklarieren wir hier. Mit T und R könnten wir drehen. Ja, das wollen wir gar nicht. Ah doch, wir könnten drehen, in welcher Ecke das Gebäude ist. Ja, dann zur Stadt hin zeigend. Hm? 62 Holz. Okay. Ich muss unbedingt das Menü hier oben irgendwie größer bekommen. Ich muss richtig die Augen zu... Ne? Während der Pastry jetzt gebaut wird, kannst du andere Gebäude platzieren. Eine Hunting Cabin. RR. Schön weit abseits vom Dorf, damit der Jäger auch genug Wald hat. Was haben wir hier? Gatherer. Hunter, Gatherer. Das ist ein sehr schöner Witz. Also ja, wir haben jetzt eine Jägerhütte und eine Sammlerhütte. Und zusammen sind es Jäger und Sammler. Und die jagen in dem Wald und die sammeln in dem Wald. Also das eine natürlich Fleisch und das andere wird dann wahrscheinlich... Das war kein Herbalist. Ich weiß nicht genau, was ein Gatherer sein soll. Hätte ich mir vielleicht durchlesen sollen. Hunting Camp und Gatherer hat... Ah, Wurzeln und Beeren sammelt er. Okay. Und hier soll eine Farm entstehen. Er baut das ganz schön nah beieinander alles, fällt mir gerade auf. Also wirklich immer nur eine Reihe Platz für eine Straße. Ich denke, das sollte ich später im freien Spiel auch übernehmen. So sind die Laufwege halt zu lang. Und zu guter Letzt noch ein Orchard. Gatherer hat... Ja. Hat kein Gebäude drauf. So. Dieses Cropfield ist momentan deaktiviert. Durch das folgende Symbol dargestellt. So ein Stoppzeichen. Das nicht wirklich gerade Linien hat. Wähle das Feld aus, um es zu aktivieren. Klick. Oh, wir können aussuchen, was angebaut wird. Momentan gibt es nur drei Sachen zur Auswahl. Korn, Kartoffeln, also Mais, Kartoffeln oder Weizen. Ich wäre da generell immer für Kartoffeln, weil ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus als Korn und Weizen. Obwohl, heutige Kartoffeln können das. Früher kamen die ja aus Südamerika. Ich glaube nicht, dass wir in Südamerika sind. Also zuerst auswählen, was angepflanzt werden soll. Du kannst Samen bei dem Händler bekommen. Ach ja, stimmt. Unsere Leute haben nicht automatisch alle Samen, um alles anzupflanzen. Okay. Wir nehmen mal Weizen. Wir können hier die Anzahl an Arbeitern erhöhen. Bis zu wie viel? Ist wahrscheinlich abhängig von der Größe des Feldes. Und im Sommer werden jetzt Arbeiter die Samen pflanzen. Und im Herbst wird das Ganze gesammelt. Oh, wir müssen auch aktiv auswählen, wann sie harvesten sollen. Das sollte man nicht verpennen. Ah, okay. Sobald die Sachen gepflanzt wurden, steigt nach und nach dieser Yield-Meter, der hier auf 2% gerade ist. Und je nachdem können wir halt gucken, wann wir es abernten wollen und wann nicht. Und hey, das sieht richtig cool aus. Sieht aus wie Mycelium. Sehr cool. Weiter. Und wir können hier einen ausstellen, ob gearbeitet werden soll oder nicht. Wobei mir nicht so viele Gründe einfallen würden, warum sie nicht arbeiten sollten. Weil Essen ist mit das Wichtigste in so einem Anfangsdorf, denke ich mal. Das ist komisch, das sind so viele einzelne Animationen hier drin, wie das alles hochblüht und trotzdem ruckelt das gar nicht. Sehr gut gemacht. Weiter. Ähnlich wie das Feld hier unten... kann man auch den Orchard aktivieren und deaktivieren. Und er ist momentan deaktiviert, weil das Zeichen halt noch da ist. Klick. Beim Orchard können wir anbauen Äpfel oder Birnen. Ich nehme mal Äpfel. Auch hier müssen wir Arbeiter hinzufügen.
Man kann es bis auf 6 hinzufügen. Das ist komisch. Warum braucht ein Orchard so viel mehr als eine Weizenfarm? Ich meine, das sind Bäume.